Wir haben es gewagt und wir haben es geschafft. Wir sind an unserem neuen Stellplatz angekommen und es ist ehrlich gesagt ein etwas komisches Gefühl. Also so langsam gewöhnt man sich daran, wenn das Haus umzieht. Also quasi, man hat zwar im Innenraum noch eine gewohnte Umgebung, aber der Standort hat sich halt verändert. Das heißt, man guckt aus dem Fenster und auf einmal ist alles anders. Wir haben die letzten 4 Tage, wo wir noch recht trockenes und schönes Wetter hatten, dafür genutzt, dann am 4. Tag zu sagen, nachdem es 4 Tage in Folge trocken war, vielleicht wagen wir es dann noch, beziehungsweise Anja kam auf die Idee. Ab dem Tag war ich ehrlich gesagt sehr nervös. Das heißt, ich habe nicht im Ansatz darüber nachgedacht, irgendein Video aufzunehmen für euch, damit wir diesen Moment mit euch teilen. Es wurde aber glücklicherweise doch gefilmt seitens unserer Familie. Da bin ich sehr dankbar, weil in dem Moment hatte ich zwar nicht die Nerven, aber jetzt im Nachhinein ist es doch schön, so eine Erinnerung zu haben. Und darum geht es eigentlich heute auch, dass wir diesen Moment mit euch teilen wollen, den Moment des Umzugs. Es folgen heute dann auch noch heiß ersehnte Außenaufnahmen. Nicht sehr viel, aber zumindest so, dass man einen ersten Eindruck gewinnt. Gedreht wurden die von unseren Freunden Toni und Markus. Falls ihr euch erinnert, wir haben ein Video mit ihnen gedreht, ihr Haus auch besichtigt und können euch das auch nochmal verlinken. Sie waren nämlich gerade auf der Durchreise und haben uns hier besucht, kurz nach unserer Ankunft, weil sie so gespannt waren. In der kommenden Woche werden wir dann nochmal genauer auf den Umzug eingehen. Also wie ist dieser verlaufen? Was ist gut gelaufen? Was ist etwas weniger gut gelaufen? Wenn ihr also noch die ein oder andere Frage habt zum Umzug oder auch noch mal ein paar Themen habt in diesem Kontext, die euch besonders interessieren, dann hinterlasst diese doch gerne unten in den Kommentaren. Auf jeden Fall danken wir euch sehr fürs Daumendrücken. Das hat uns geholfen, das wissen wir, auch die vielen Kommentare, die ihr uns geschickt habt. Danke, danke, danke und ich bin jetzt raus. In diesem Sinne, genießt die Bilder und wir freuen uns, wenn ihr uns am Ende des Videos nochmal einen Daumen hinterlasst, wenn ihr euch, natürlich, wenn euch das Video gefallen hat und ihr dann nächste Woche wieder einschaltet. Morgen soll tatsächlich der große Umzug stattfinden und wir sind total verstreut, total nervös. Haben nur Chaos im Kopf und haben versucht, mit einer To-Do-Liste aufzuschreiben, welche Bereiche wie gepackt und wie abgesichert werden müssen. Ja, wir versuchen, so gut es geht, jetzt einfach mal die GoPro aufzustellen, um einfach so ein paar Momente noch festzuhalten und hoffen, dass das dann morgen auch alles gut klappt. Wir haben alles soweit vorbereitet, das Haus ist fertig, das Haus ist leer, das Haus ist angeschnallt. Ja. Wir sind eigentlich bereit loszufahren und machen jetzt nochmal einen letzten Check-up und dann geht's los. Ihr kommt von hinten, ne? Genau, wir gucken von hinten. Sieht hier alles gut aus? Ja. Ja. Alles in Ordnung. Passt, ja.